Kosi. Ich bin. Es wird ein denkbar peinlicher Spaziergang für mich. Die große, die nächste Pflanzen sofort gesichtet. Da oder Menig, ich gehe vorbei. Wahnsinn. Lala, was soll das? Aber die Lala ist halt auch verwirrt, weil die ist noch nie, wirklich, noch nie mit uns da runtergegangen spazieren. Keine Ahnung. Die weiß, die braucht, ich brauche ihre Unterstützung. Oder Menig, übrigens, das wollte ich noch anbringen. Ob es wen interessiert, weiß ich eh nicht. Aber diese Pflanzen, eben Odermenig, der Wasserdost, vielleicht sehen wir noch Filipendula, also Medisys, das sind Pflanzen der Hochstaudenfluren eigentlich, also hohe Stauden kann man sich vielleicht sogar merken. Der Wasserdost schaut wirklich aus, ein bisschen wie der Hanf von den Blüten her, von den Blättern her, wenn man so schnell hinschaut. Wenn du dich ganz schnell umdrehst und zurückfilmst, hinter dir ist ein Hanf. Jedenfalls, auf was ich eigentlich hinaus will, so Hochstaudenfluren sind hoch, wenn die Böden frisch sind, nährstoffreich, also eher das sind stickstoffzeigende Pflanzen, also viel Nährstoff und Dünger im Boden. Und es ist ja meistens so, wenn du durch diese ganze Literatur stöberst, es stimmt, nährstoffarme Böden, sandig, schottrig, so wie das Wegerl vorher, wo wir runter sind, da ist eine sehr hohe Vielfalt. Nur, was hilft mir das, wenn ich das alles nicht im Garten habe? Was ist, wenn ich einen speckigen, lehmigen, feuchten Boden habe? Dann wäre sowas ganz ideal und im Sinne der Vielfalt genauso, weil ein paar Häuser weiter, der hat vielleicht wieder einen anderen Boden, also da braucht man sich gar nicht zu fertig machen, wenn man das nicht zusammenbringt. Im Gegenteil, so Hochstaudenfluren werden momentan, finde ich, ein bisschen zu wenig geschätzt, ist auch ein schönes Bild. Oder Menig, schwarze Flockenblume, nebenbei der Alpatorium, der Wasserdost, sogar die Kohldistel ist drinnen, ein schönes Bild, was sie eigentlich auch recht stabil über viele Jahre erhält. Da ist es wieder. Ich rühre mich nicht an. Ja, da ist ein Haufen Wasserdost. Und wie man da sieht, ich glaube, unten noch massivere Stöcke. Das ist jetzt 1,50 Meter oder was, da ich mal sagen. Die kennen schon. Kleiner Mann hoch, große Frau hoch ungefähr werden. 1,80 Meter werden schon. In dem Fall ist die Kratzdistelhecher. Die lieben es auch, die Insekten, die Kratzdistel. Die mögen extrem gern. Schmetterlinge, Hummeln, Bienen. Super Insektenpflanzen. Guter, wirklich Dauerblüher, Knauzier, Avensis, die Wiesenknauzier, bliert, die fängt. Die hat, keine Ahnung, wann wir den ersten Beitrag gemacht haben, vor 2 Monaten oder was, bliert noch immer. Und eine ganz lässige Pflanze habe ich gerade gesichtet. Im Frühjahr habe ich mich noch gefragt, wie ich auf dem Bankerl gesessen bin, was wird es? Da war das Laub gerade so ein bisschen und ich habe es eigentlich nicht gleich erkannt. Es ist die schwarze Flockenblume, Centaurea nigra. Schaut eh sehr ähnlich aus wie die Wiesenflockenblume, aber sie wird ein bisschen hecher, hat so ein schmales Laub. Ich habe sie nicht im Sortiment, aber ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr machen kann. Weil da war es natürlich schön, wenn man ein bisschen einen Samen zusammenbracht. Eine schöne Pflanze ist das. Gibt es relativ viel da in dem Kretzerl. Schau, wie blaue Leuchtlampios hängen sie drinnen. Spätabendliche Stimmung ist schon sehr schön. Wahrscheinlich eine Mistfliege, glaube ich, sagt man dazu, so eine Art Schwebfliegen.
eine schön schillernde eigentlich, wirklich eine schöne Fliege mit einem etwas gemeinem Namen. Auch ich darf Fehler machen. Ich glaube, ich habe nämlich vorher gesagt, Knauzia avensis. Das ist natürlich Knauzia maxima, maximale Höhe. Die Waldknauzie, die unvergleichliche Waldknauzie. Blüte, Blüte, Blüte. Blüht wahnsinnig spät. Ganz eine interessante Blütenfarbe auch. Von blau bis so lila, rosa. Und blüht wirklich auch lang jetzt noch. Also wirklich ein langer Blüher. Ah, da haben wir nochmal eine schöne Engelswurz. Die haben so interessante, so verbreiterte, an der Basis sind die Blätter so komisch verwachsen. Der Botaniker hätte es sicher wesentlich eleganter ausgedrückt wie ich. Ja, das ist schon ganz cool. Und da sieht man auch, wie hoch die Dinger sind, wenn der Boden nass ist. Das wächst alles auf 2 Meter. Ja, da haben wir es alle benannt. Der Wassertrost, der Odermännig, der klebrige Salbei, der Bicki-Salbei, die Kohldistel, auch eine recht gute Insektenpflanze, recht viel Nektar, fliegen sie sehr gern an. Ja, ist vielleicht nicht so, weiß ich nicht, auf den ersten Blick vielleicht nicht so prächtig, aber irgendwie finde ich es imposant, weil es eine Höhe hat, eine Dimension und da so eine Schlagflur, wo einmal ein paar Bäume rausgeschnitten worden sind und jetzt hat sich da eben diese Hochstaudenflur entwickelt mit diesen ganzen Knauzien dazwischen, die Wassertrost, die Kohldisteln da, das ist schon lässig. Und ein Jammer, ja, dass wir jetzt so um die Zeit herunten sind, weil am Tag ist da richtig was los. Ich werde das nachholen, hoffe ich, dass wir dann einmal tagsüber runterkommen. Jetzt passt ein guter Bob Marley nochmal dazu. Zum Wasserhanf. Ihr kennt euch aus. Da, komplett rote Stängeln, auch wirklich eine schöne, attraktive Gartenpflanze, wenn man es jetzt einmal für uns Menschen betrachtet. Aber wirklich, wenn du für Insekten, in dem Fall jetzt hauptsächlich für Schmetterlinge, aber eben auch Schwebfliegen. Es gehen auch die Honigbienen gern drauf, Hummeln, Wildbienen. Also das ist wirklich so ein Tausendsasser und eben eine ganz wertvolle späte Blüte. Super fürs Trachtfließband. Ab Juli, August drüber. Und wenn es der feuchte Stö hat im Garten, umso besser. Oder Teichrand, dann wird er auch 16. Die sind 1,80 Meter, sind die sicher hoch. Ja, war ein spontanes Potpourri an verschiedenen Pflanzen, die eben eher so feuchtere, reichere Standorte mögen. Hochstaudenfluren gibt es noch einen Haufen andere, die gut dazu passen. Übrigens auch in Wassertrost, die Engelswurz, die große Knauzie, auf die bin ich besonders stolz, auf die Knauzie Maxima, weil die habe ich selbst gezogen. Also zumindest jeder, der diesen Beitrag heuer sieht, bekommt meine Pflanzen. Die haben wir auch im Shop drinnen. Die sind alle garantiert aus heimischen Herkünften. Und also die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, außer es wohnt vielleicht irgendwo, wo ein knochentrockener Boden ist oder wo es extrem heiß ist, wenig Niederschlag. Da ist es dann vielleicht ein bisschen problematisch. Da müsste man entweder nachhelfen, dass man den Boden so gestaltet, dass es feucht bleibt. Aber wenn es eben eher diese schweren, lehmigen, undurchlässigen Böden habt, wo die meisten dann eher so immer ein bisschen damit hadern. Ah, Boden ist so schwer, ist so lehmig. Das war ganz ideal für sowas. Danke fürs Zuschauen. Jetzt muss ich heim mit der Lala. Sehr, sehr, sehr schräg heute. Ja, sie miaut eh schon. Die Eupatorium Knauzia maxima, also die große Waldknauzie, den Odermännig aus Sauming. Schaut einfach rein in den Shop, ein paar Sachen haben wir drinnen, haben wir schon aus Pflanze in einer Bio-Qualität aus sicher einheimischem Saatgut. Danke fürs Zuschauen wie immer, super, wenn ihr dabei seid, ist immer wirklich eine Freude. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja cool, war lässig bei mir im Garten, hätte ich ein gutes Platzerl. Ich versprich euch, wenn ihr nur ein bisschen an frischem Boden habt,
normaler Gartenbogen geht auch, wenn er nicht zu trocken ist, wird sicher eine Freude mit diesen Pflanzen. Funktionieren gut. Sonnig bis halbschattig sind sie auch nicht anspruchsvoll. Also echt super Pflanzen mit einer späten, wertvollen Blüte für unsere geliebten Biene, Hummel, Schmetterling. Pfiat euch, macht es gut. Wahrscheinlich wird uns im Winter die eine oder andere Blume irgendwo ausgehen. Könnte passieren. Dann nehme ich euch vielleicht einmal da mit, weil das ist meine Stielbob-Hausstrecke. Unsere Stielbob-Trainingsstrecke. Das ist, da bin ich kindisch, da stehe ich voll dazu. Da glühen wir runter mit dem Stielbob. Gibt nichts Cooles. Kindisch, das ist männlich. Mit dem Stülpop fahren, schnell fahren, das ist sehr männlich. Sehr. Oh. Now, isn't it ironic when all you need, wie geht das Lied, is a knife? Keine Ahnung mehr, wie es geht. Aber es ist wirklich ironisch. Wir haben nämlich Mittag von einer Freundin Wiesenchampions gekriegt. Und dann findest du den nächsten. Und ich liebe die so. Ich glaube, ich werde mir den jetzt auf die Nacht auch noch mal in die Pfanne hauen. Oder, ja, aber das ist schon alter. Oder ich schneide mir her und tue ihn trocknen. Und Anzeige Racke. Oh, der ist schön, ha? Die Knolle irritiert mich jetzt zwar ein bisschen, die ist schon verdammt kräftig. Also, falls ihr keine weiteren Beiträge von uns bekommt, dann sind wir am Knollenblätterbütz, am Grünen, gestorben. Ich glaube, das geht sich aus. Die Lala wird uns überleben. Gell, Lala, komm. Du musst schnell zusammenrahmen, dass es gut ausschaut. Da sehe ich die Engelswurz auch. Ich vergiss so Dinge. Ich setze immer Sachen irgendwo. Die habe ich mir auch vom Samen gezogen, vor Jahren. Und seitdem habe ich sie irgendwo. Und manchmal setze ich mir dann einfach irgendwo die vergisst dann. Und wenn sie blieren, dann denke ich wieder auf, ah, siehst, die habe ich gesetzt. Fast. Fast kann es mithalten. Ich werde es wahrscheinlich nicht hören, aber da drüben haben sie gerade eine Murzgaude. Gerade spart den Stich, waren wir vorher. Kriegen wir eine super Nachbarin. Und da ist schon Stimmung! Und ich muss halt mit meinen Pflanzen abfeiern. Was soll's? Auch cool. Auch leiwand. Das ist eben diese Waldengelswurz und die Arzneiengelswurz schauen sehr ähnlich aus. Die hat aber noch rundere Blütenbälle und wir wissen, dass er gut ist, der Wassertrost. Die Schmetterlinge wissen es, die Insekten, aber meine Rehe wissen es auch. Die kommen da ganz gern auf Besuch, sie blieren dann alles angekabert. Das, den mögen sie. Ich habe einmal, ich glaube, ich habe 50 da gesetzt und die sind alle weg. Das ist halt so, wir teilen diesen Lebensraum, was soll ich machen? Und ich bin kein Jäger, weil sonst war er schon in meiner Gefriertruhe. Und die lieben diesen jungen Austrieb im Frühjahr, der schmeckt ja irgendwie so. Und sie haben sich dann aber über den Samen auch erhalten. Und jetzt habe ich es halt da um den Teich, passt auch gut. Jetzt ist halt da noch mal die Bestwurz. Jetzt gehen wir noch ganz schnell zur Gnauzia Maxima, zur Waldgnauzie. Und dann haue ich den in den Pfann und das ist der letzte Beitrag, den ihr von mir gesehen habt. Nicht witzig?
Kann aber sein. So schaut es bei mir aus. Der Sturm hat mir es einmal ein bisschen umgehaut. Okay, man kann es, wenn man will, stehen. Freut mich nicht. Bliert eh so auch, wenn es liegt. Bliert eh weiter, passt eh. Und das ist so, ich finde so eine magische Farbe am Abend. Das leicht irgendwie, so richtig eine leuchtende Farbe. Und eben ein Wahnsinns-Insektenmagnet. Der kommt heute in die Vasen zum Abendessen. Bisschen Romantik, nicht? Beim Knollenblätterpilz. Unser letztes Abendmahl.